4 Mose. Kapitel 15. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr ins Land eurer Wohnung kommt, das ich euch geben werde. Und wollt dem Herrn Opfer tun, es sei ein Brandopfer oder ein Opfer zum besonderen Gelübde, oder ein freiwillig Opfer, oder euer Festopfer, auf das ihr dem Herrn einen süßen Geruch machet von Rindern oder von Schafen. Wer nun seine Gabe dem Herrn opfern will, der soll das Speisopfer tun, einen Zehnten Semmelmehls, bemengt mit Öl eines Viertenteils vom Hin. Und Wein zum Brandopfer, auch eines Viertenteils vom Hin, zum Brandopfer, oder sonst zum Opfer, da ein Lamm geopfert wird. Da aber ein Widder geopfert wird, sollst du das Speisopfer machen 2 Zehntel Semmelmehls, mit Öl gemenget, eines Drittenteils vom Hin. Und Wein zum Brandopfer, auch des Drittenteils vom Hin. Das sollst du dem Herrn zum süßen Geruch opfern. Willst du aber ein Rind zum Brandopfer oder zum besonderen Gelübdopfer oder zum Dankopfer dem Herrn machen? So sollst du zu dem Rinde ein Speisopfer tun, 3 Zehntel Semmelmehls, bemengt mit Öl eines halben Hin. Und Wein zum Brandopfer, auch ein halb Hin. Das ist ein Opfer dem Herrn zum süßen Geruch. Also sollst du tun mit einem Ochsen, mit einem Widder, mit einem Schaf, von Lämmern und Ziegen. Danach die Zahl ist dieser Opfer, danach soll auch die Zahl der Speisopfer und Trankopfer sein. Wer ein Einheimischer ist, der soll solches tun, dass er dem Herrn opfere ein Opfer zum süßen Geruch. Und ob ein Fremdling bei euch wohnet, oder unter euch bei euren Freunden ist, und will dem Herrn ein Opfer zum süßen Geruch tun, der soll tun, wie sie tun. Der ganzen Gemeinde sei eine Satzung, bei euch und den Fremdlingen. Eine ewige Satzung soll das sein euren Nachkommen, dass vor dem Herrn der Fremdling sei wie ihr. Ein Gesetz, ein Recht soll euch und dem Fremdling sein, der bei euch wohnet. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr ins Land kommt, darein ich euch bringen werde. Dass ihr esset des Brots im Lande, sollt ihr dem Herrn eine Hebe geben. Nämlich eures Teiges Erstlinge sollt ihr einen Kuchen zur Hebe geben, wie die Hebe von der Scheune. Also sollt ihr auch dem Herrn eures Teiges Erstlinge zur Hebe geben bei euren Nachkommen. Und wenn ihr durch Unwissenheit dieser Gebote irgendeins nicht tut, die der Herr zu Mose geredet hat, und alles, was der Herr euch durch Mose geboten hat von dem Tage an, da ihr anfing zu gebieten auf eure Nachkommen. Wenn nun die Gemeinde etwas unwissend täte, so soll die ganze Gemeinde einen jungen Farren aus den Rindern zum Brandopfer machen zum süßen Geruch dem Herrn, samt seinem Speisopfer und Brandopfer, wie es recht ist, und einen Ziegenbock zum Sündopfer. Und der Priester soll also die ganze Gemeinde der Kinder Israel versöhnen, so wird's ihnen vergeben sein, denn es ist eine Unwissenheit. Und sie sollen bringen solche ihre Gabe zum Opfer dem Herrn und ihr Sündopfer vor dem Herrn über ihre Unwissenheit. So wird's vergeben der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, dazu auch dem Fremdlinge, der unter euch wohnet, weil das ganze Volk ist in solcher Unwissenheit. Wenn aber eine Seele durch Unwissenheit sündigen wird, die soll eine jährige Ziege zum Sündopfer bringen. Und der Priester soll versöhnen solche unwissende Seele mit dem Sündopfer für die Unwissenheit vor dem Herrn, dass er sie versöhne, so wird's ihr vergeben werden. Und es soll ein Gesetz sein, dass ihr für die Unwissenheit tun sollt, bei dem Einheimisch unter den Kindern Israel und dem Fremdlinge, der unter euch wohnet. Wenn aber eine Seele aus Frevel etwas tut, es sei ein Einheimischer oder Fremdling, der hat den Herrn geschmäht. Solche Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk.
denn sie hat des Herrn Wort verachtet und sein Gebot lassen fahren. Sie soll schlecht ausgerottet werden, die Schuld sei ihr. Als nun die Kinder Israel in der Wüste waren, fanden sie einen Mann Holz lesen am Sabbattage. Und die ihn grob gefunden hatten, da er Holz las, brachten ihn zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar ausgedrückt, was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber sprach zu Mose: Der Mann soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen außer dem Lager. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager und steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr Mose geboten hatte. Und der Herr sprach zu Mose: Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie ihnen Läpplein machen an den Fittichen ihrer Kleider unter allen euren Nachkommen und gelbe Schnürlein auf die Läpplein an die Fittiche tun. Und sollen euch die Läpplein dazu dienen, dass ihr sie ansehet und bedenket aller Gebote des Herrn und tut sie, dass ihr nicht eures Herzens Dünkel nachrichtet, noch euren Augen nachruhet. Darum sollt ihr gedenken und tun alle meine Gebote und heilig sein eurem Gott. Ich, der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott wäre, ich, der Herr, euer Gott.